Es ist plötzlich Krieg, mitten in Europa. Das Undenkbare ist eingetreten. Russland greift die Ukraine an und wir sehen Bilder, die wir nie mehr so sehen wollten. Friedensdemos füllen die Straßen und wir sehen wieder Flüchtlingsströme Richtung Deutschland. Mein Freund Oleg, Abgeordneter eines Regionalparlaments in der Ukraine, wendete sich mit einer Videobotschaft an mich. Unsere Städte sind zerstört, unsere Infrastruktur ist zerstört. Hunderte von friedlichen Bürgern sind tot. Es ist kein Brudervolk, das uns so in den Rücken fällt und uns tötet. Mir fällt es schwer zu reden. Seine Partei gilt als russlandfreundlich, doch das hat sich nun radikal geändert. Daher haben wir als Junge Alternative Berlin beschlossen, eine Spendenkampagne ins Leben zu rufen. Und die Resonanz war groß. Danke an die zahlreichen Spenden, die uns erreicht haben. Wir haben Sachspenden bekommen, wir haben aber auch Gelder bekommen an die 2000 Euro, die wir jetzt in ein paar Tagen so spontan von unterschiedlichen Leuten deutschlandweit erhalten haben. Dieses Geld wollen wir jetzt hier in einem Supermarkt ausgeben und das hat auch eine gewisse Geschichte. Der Besitzer hat sich an uns gewandt und hat erzählt, dass er gerade eine starke Feindschaft gegenüber Russischsprachigen erlebt. Und als er gehört hat, dass wir diese Aktion machen, da hat er gesagt, da hilft er nochmal mit einem Warenwert von 500 Euro, die er drauflegt und gibt uns nochmal zusätzlich Rabatt für das, für die Produkte, die er uns hier spendet oder die wir bei ihm einkaufen. In so einem Supermarkt kommt die meiste Ware aus der Ukraine und die kommt nicht mehr. Also so ein Markt kann mittlerweile fast einen Monat existieren, dann ist er dicht. Ja, wir haben es ja gesehen, da war Ware sogar aus Kharkiv direkt, ja, alles da wo jetzt gerade... Das meiste kommt aus der Ukraine und die Wege sind zu. Die Wege sind zu und die Menschen kämpfen hier ums Überleben. Gleichzeitig versuchen sie zu helfen, zu spenden und das machen alle. Und hier leben Bürger aus den ehemaligen UdSSR-Ländern, das ist aus Kasachstan, Russlanddeutsche, Ukrainer, aus der Odessa, die schon 30, 40 Jahre hier leben. Und auf einmal kriegen sie diesen Hass hier und das teilweise von der eigenen Bevölkerung, die im Trockenen sitzen und nichts machen. Meine Ex-Mitarbeiterin, sie hat zum Beispiel, ihr Sohn ist Kindergartenerzieher und vorgestern, glaube ich, hat sie mich angerufen. Die Eltern wollten die Kinder nicht mit ihm lassen, unter dem Vorwand, er sei ein Russe. Er musste nachweisen mit seiner Geburtsurkunde, dass er eigentlich ein Ukrainer ist. Das ist doch perfide. Solche Berichte hörten wir vermehrt. Umso wichtiger ist es jetzt, Zusammenhalt zu zeigen. Der Zentralrat der Ukrainer in Deutschland zeigte sich jedenfalls sehr dankbar. Morgen kommt ein Auto und holt alles ab. Es fährt nach Volyn. Ansonsten fahren sie noch nach Lemberg, Dnipropetrovsk, und da, wo es hin verteilt werden soll. Es werden vor allem Schlafsäcke, warme Decken und warme Kleidung benötigt. Aber auch natürlich Kindernahrung, Windeln und alles, was in dieser schwierigen Zeit für die Ukrainer am nötigsten ist. Möge dieser Krieg schnell enden. Und doch befürchte ich, dass er uns noch eine lange Zeit beschäftigen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir nun Zusammenhalt zeigen. Die junge Alternative Berlin wird weiterhin Spenden in Empfang nehmen und auf direktem Wege weiterleiten.